Gut, wir sind jetzt hier draußen vorm Genohaus und es hat sich auch eine Gruppe sozusagen rausgetraut. Das Wetter ist ja noch ganz schön. Und zwar sind wir jetzt bei kommunaler Kulturpolitik. Und zwei Stadträte erläutern hier jetzt gerade der interessierten Hörerschaft. Hallo, Entschuldigung, wenn ich hier kurz... Sie wurden ja gewarnt, ja. Wir sind hier mit Andreas Winter und Björn Peterhof, hallo, für kommunale Kulturpolitik bei dem Thementisch oder beziehungsweise Themenrundkreis, Halbkreis. Und genau, Sie sind beide kommunale Abgeordnete hier in Stuttgart. Und wir haben jetzt heute auch schon vom OB gehört, dass Kulturpolitik sozusagen auch Investitionspolitik ist, was mir immer noch nicht ganz so nah lag. Genau, vielleicht können Sie kurz zusammenfassen, was so der Stand der Diskussion hier in der Runde war. Also der Stand der Diskussion, Sie kommen gefühlt ganz am Anfang jetzt von unserer Veranstaltung. Der Stand der Diskussion, wir wissen ganz gut, wer wir sind. Wir haben eine Vorstellungsrunde gemacht. Ich habe ein bisschen erzählt, was wir hier in Stuttgart gemacht haben. Auch wäre jetzt dazu gekommen, dass auch, wenn ein Oberbürgermeister sagt, Kultur ist eine Investition in die Zukunft einer Stadt, dass es einer Stadt natürlich gut tut, dass unser grüner Oberbürgermeister das dankenswerterweise seit einem Jahr auch immer wieder wirklich last but not least auch betont, die Wichtigkeit der Kultur, das ist ein Standort, sind aber in der Diskussion hier dabei, vielleicht kleiner Schwenk also, darauf. Wir können vielleicht schon sagen, was die Fragen sind. Also so die Fragen, die jetzt kommen werden, die wir diskutieren werden, ist so gerade die Finanzierung der Kultur. Wie kann man die Kultur, die es gibt, erhalten? Was ist grüne Kulturpolitik? Und der dritte Punkt ist, welche Kultur wollen wir? Und das ist jetzt hier Hochkultur versus freie Szene steht hier und dann wie viel Kultur? Das sind so die Fragen, die bisher aufgekommen sind. In deiner Kurzvita habe ich gelesen, du bist Clubbeauftragter. Was macht man als Clubbeauftragter? Also ich bin jetzt nicht Clubbeauftragter, aber das ist so das Thema, was mich zur Kultur gebracht hat, weil das gerade in Stuttgart so die Situation war, dass viele Clubs geschlossen haben, dass wir wenig Orte hatten, wo Konzerte stattfinden konnten und deswegen ist das so das Thema, was mich quasi antreibt. Können wir vielleicht hier noch aus der Zuhörerschaft ein Statement haben, was Sie zu diesem Thementisch sozusagen bewegt hat? Ich meine, klar, das schöne Wetter und er findet draußen statt, aber konkreter, vielleicht noch eine Stimme. Ja, zum Beispiel die Frage, was ist grüne Kulturpolitik? Gibt es da was Spezifisches oder gibt es das überhaupt? Also ich bin da immer noch auf der Suche, obwohl ich schon seit vielen, vielen Jahren da überlege oder dran bin, auch in der Kulturarbeit. Aber gibt es was Spezifisches Grünes dabei? Alles klar, das ist mit dieser Frage wollen wir Sie mal hier lassen und wünschen noch eine anregende Diskussion.